Ökologisch, aber nicht ökonomisch. Der Batteriebus, der ab Oktober einige Dieselbusse ersetzt, wird für die VBZ teurer. Trotzdem spart die VBZ während dieser zweijährigen Testphase rund 30'000 Liter Diesel. Am Schluss schätzen wir, dass er ein bisschen teurer wird sein, aber nicht massgebend teurer. Aber der grosse Vorteil, er ist natürlich sehr umweltfreundlich und emissionslos unterwegs. Emissionsfrei, energiefreundlich und fast lautlos. Das ist die neue Batteriebustechnologie, die für Quartierbewohner angenehmer sein soll. Auf die Frage, ob der lautlose Bus für Kinder in einem Quartier nicht gefährlich sei, antwortet der Stadtrat Andres Thürler so. Klar, man hört ihn vielleicht weniger, aber die Aufmerksamkeit gehört dem Verkehr und nicht dem Pokémon im Handy oder halt Kopfhörer an und sagen, ja, der Verkehr kann ja dann schon schauen, dass ich, wenn ich im Weg bin, dass er auf mich Rücksicht nimmt. So funktioniert es leider in unserer dichten Verkehrssituation in der Stadt Zürich einfach nicht. Die Reichweite des Batteriebus ist etwa 150 km. Das heisst, dass die Batterie nach rund 8 Stunden wieder in die Garage nachladen muss. Doch das ist für die VBZ kein Hindernis. Im Moment sind schon rund 80% der VBZ-Verkehrslinien mit elektrischer Energie unterwegs. Wir haben als Strategie, dass wir bis 2030 vollkommen elektrisch fahren bei der VBZ. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir die verschiedenen Antriebssysteme, die es heute gibt, testen. Falls der Probebetrieb positiv ausfällt, werden 2024 alle Quartierbusse durch E-Bus ersetzt.